geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Vielleicht heilt es hier noch etwas, aber das uns einfach nicht weiter stören soll an diesem Video. Ich habe mir einfach gedacht, ich mache ein paar mehr Fact-Videos über Call of Duty. Das heißt, ich werde jetzt anfangen mit den Black Ops 2 Story Facts oder allgemein über Call of Duty Black Ops 2. Wenn ihr also mehr von solchen Videos sehen wollt, dann schreibt das mir bitte unten in die Kommentare. Es ist relativ viel Arbeit, solche Facts rauszusuchen. Ich könnte euch beispielsweise Facts über den Multiplayer auch noch sagen. Oder auch, wir könnten über andere Dinge sprechen, beispielsweise über andere wie Call of Duty Ghost, Call of Duty Black Ops 3, Advanced Warfare, was auch immer ihr hören wollt, ich mache das für euch. Die Story von Black Ops 2 wurde von niemandem geringeren als David Goyer geschrieben. David Goyer hat zum einen den ersten Teil als auch den zweiten Teil der neuen Batman-Serie geschrieben, nämlich zum einen war das Batman Begins und zum anderen The Dark Knight. Emanzipation in Black Ops 2 war auch ein relativ großes Thema, nämlich hatten sich die Autoren dabei gedacht, auf jeden Fall weibliche Soldaten mit ins Spiel zu importieren, und dementsprechend haben sie zwei Figuren in das Spiel geschafft, nämlich zum einen ein Pilot namens Anderson und zum anderen auch in der LA-Mission sehen wir den amerikanischen Präsidenten, und diesmal ist es kein Mann, sondern es ist eine Frau. Treyarch, das Studio, das dieses Spiel Black Ops 2 entwickelt hat, hat keine Kosten und Mühen gescheut, nämlich haben sie für dieses Spiel in den 80er Jahren ja auch Pferdeszenen integriert. Dafür haben sie sogar wirklich echte Pferde mit ins Capture Studio genommen, um diese wiederum zu Motion Capturen, damit auch die Szenen auf den Pferden relativ getreu aussehen, und ich finde eigentlich, das ist ein ziemlich cooler Fact. Es gibt zwei Storylines in Black Ops 2, zum einen 1980er Jahre den Kalten Krieg und 2025 etwas weiter in der Zukunft. Dabei haben sich die Entwickler natürlich was gedacht. Der erste Teil ist relativ nah an dem Kalten Krieg orientiert, soll das auch darstellen. Der zweite Teil hat sich auch an realitätsnahen Fakten orientiert, nämlich China hat 95% der seltensten Erdelemente nach dem Periodensystem, und somit war es relativ klar, dass dadurch ein Szenario gebastelt wird, was in 2025 vielleicht zu einem kalten Krieg ausartet zwischen China und den USA. Nach dem Buch von P.W. Singer wurde zum Beispiel auch Teil der Story inspiriert, nämlich das Setting, was er in seinem Buch beschreibt, Wired for War, The Robotics, Revolution and Conflicts of the 21st Century. Dieses Buch beschreibt er nichts anderes als das, wenn wirklich Sci-Fi-Dinge Realität werden. Zum einen auf dem Feld der Schlacht, zum anderen auch in der Politik und allen anderen Bereichen. Dementsprechend war Black Ops 2 relativ nah an der Realität inspiriert und hatte natürlich auch teilweise Buchinspiration. Wenn ihr also bis hierhin geguckt habt, dann schreibt mal mit dem Hashtag Facts und danach irgendein Thema, was ihr gerne hören wollt. Es muss noch nicht mal Call of Duty sein, es kann Halo sein, es kann Batman sein, es kann irgendwas sein. Egal, was ihr hören wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen, ich habe mir einen Snapchat-Account gemacht, falls ihr mich da abonnieren wollt. Der Link dazu findet natürlich in der Beschreibung als auch hier oben rechts im Bild. Bis dahin, Jungs, und natürlich auch Mädchen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Ayo, drop that shit.